you, it's a different vibe. I know you don't wanna say goodbye, but I want to get to know you deeper. I'm so tired of the superficial. You and me are starting something special. Before we take it to a higher level, I want to get to know you deeper. I will wait for you, babe. I will wait for you, babe. I will wait, although it's hard for me. I don't wanna go too far, too fast. With nowhere to go, when I know I'm in too far, too fast. Gotta take it slow, if I'm taking it too far. Jahr geht zu Ende, ein weiterer Jahresrückblick geht auf dem Felix-Bahr-Kanal online und es ist schon irgendwie immer ein komplett verrücktes Gefühl, diese Best-ofs zu schneiden, weil im Dezember habe ich irgendwie jedes Jahr eine Menge mit Vlogmas um die Ohren und das bedeutet, dass ich nicht so viel Zeit für den Felix-Bahr-Kanal habe, was bedeutet, dass der ein bisschen liegen gelassen wird und dann habe ich in mir selber auch immer so ein bisschen das Gefühl, ah, ist hier überhaupt noch was los, was geht denn jetzt hier eigentlich ab, aber wenn ich dann anfange, das Best-of zu schneiden und ich habe all die Projekte aus dem vergangenen Jahr in meiner Timeline und kann da nochmal drüber schauen, dann wird einem erst wieder so richtig bewusst, was eigentlich alles Krasses dieses Jahr auf dem Kanal abgegangen ist und was man alles für Projekte realisieren konnte. Und deswegen wollte ich einfach mal ein fettes Danke auch dieses Jahr wieder, wie soll es auch anders sein, an euch raushauen, weil ihr seid ein super wichtiger Bestandteil von diesem Kanal. Ich mache die Videos klar, aber ihr schaut sie euch an, gebt mir Motivation, konstruktive Kritik, an der ich auch wachsen kann und es macht extrem viel Spaß, deswegen, ja, danke. 2018 war aber auch noch in ein paar anderen Dingen besonders. Zum Beispiel war es das Jahr, in dem wir hier die 500.000 Abonnenten durchbrochen haben, was der absolute Wahnsinn ist und ich kann es immer noch nicht so ganz wirklich realisieren. Aber zum anderen war es auch das erste Jahr, wo ich mal komplett von Januar bis Dezember alle Videos für euch aus diesem Crew-Studio hier, das man wegen dem schwarzen Hintergrund gerade nicht so gut sieht, aber aus dem Crew-Studio heraus für euch produziert
produzieren konnte. Und es hat nicht nur mir persönlich eine Menge Spaß gemacht, weil ich das Arbeitsklima hier sehr genieße, sondern es hatte, glaube ich, auch einen ziemlich coolen Effekt auf meine Videos. Denn wenn ich jetzt zurückschaue auf die Projekte, die dieses Jahr online gegangen sind, da habe ich das Gefühl, dass relativ häufig Sachen dabei waren, die so ein bisschen out of the box gedacht haben, wo man mal ein bisschen was anderes gesehen hat, wo ich mal ein bisschen was anderes ausprobiert habe. Und es freut mich einfach extrem. Es ist aber auch ein Punkt, den ich 2019 noch weiter ausweiten will. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich das Ganze eventuell angehen könnte. Erwartet jetzt nicht die große Veränderung, aber ich möchte da ein bisschen was rumprobieren. Und ja, ich hoffe einfach, ihr seid da auch wieder mit am Start. Denn ich habe auf jeden Fall eine Menge Bock, noch eine Menge Energie und eine Menge Gehirnschmalz und Kraft und alles, was ich in diesen Kanal hier reinstecken will. Und ja, ich fände es cool, wenn ihr da weiter mit dabei bleibt, um euch das Ganze anzuschauen. Weil bisher war es der Wahnsinn und ich bin sehr zuversichtlich, dass es 2019 genauso wird. Also macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Kanal das ganze Jahr über und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.